Herzlich willkommen und grüß euch bei Ihrem Regionalfernsehen Enstal TV. In dieser Woche haben wir diese Berichte für Sie. Schlossplatzfest in Haus, Sommerakademie in Irtning-Donnersbach-Tal, Bergfest auf der Riesenalm, Flusswanderung Enns, Live-Plus-Projekt, Generationsnetzwerkhaus, Schatzkiste Enstal Staffel 1 Episode 6, die Viehbergalm. Es ist eines der bekanntesten Feste im Bezirk und auch 2024 gingen die Verantwortlichen des Schlossplatzfest in Haus ein enormes Pensum, um den vielen treuen Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Am vergangenen Wochenende fand das alljährliche Hauser Schlossplatzfest statt, das trotz wechselhaften Witterungsverhältnissen wieder zahlreiche Besucher aus nah und fern anlockte. Das Fest bot eine Vielzahl an Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten für die gesamte Familie. Das Schlossplatzfest findet schon mehr als drei Jahrzehnte statt, wird von allen vier Katastralgemeinden mitgetragen. Hier trifft man sich, man isst gut und kann was trinken. Es kommen Einheimische und Urlauber zusammen und man spricht miteinander. Und das ist das Schöne. Ich muss sagen, wir haben so viele Vereine im Boot und die Gemeinde und wir haben so viele Sponsoren, dass wir das alles finanzieren können. Und es ist einfach gewaltig, dass so viele beteiligt sind und so ein Fest auf die Füße zu stellen, ist einfach für mich gigantisch und macht immer wieder Spaß. Mitunter hauptverantwortlich für die perfekten Rahmenbedingungen nutzte auch heuer wieder die Freiwillige Feuerwehr Haus die Möglichkeit, ein Fahrzeug auszustellen, um den Besuchern das Feuerwehrwesen attraktiv zu machen. Wir sind schon etliche Jahre mit dabei aus Feuerwehr beim Schlossplatzfest. Angefangen hat es eigentlich mit einem Kistenklettern. Und jetzt haben wir uns spezialisiert, dass wir unser Fahrzeug herstellen, damit dass wir bei so einem Festl auch wieder die Jugend animieren, damit dass wir die zuüberkriegen. Die Klänge der Rossfeldmusik bildeten schon am frühen Nachmittag den perfekten Rahmen für das gemütliche Beisammensein. Ob herzhafte Grillspezialitäten oder frisch gezapfte Gaumenfreuden, für jeden Geschmack war etwas dabei. Die Besucher konnten regionale Köstlichkeiten genießen und dabei die Geselligkeit am Schlossplatz erleben. Überall, wo man sich trifft, Feste gefeiert werden, da ist es einfach nett und schön. Und Haus mit Schlossplatzfest ist etwas Besonderes. Und da möchte ich gerne dabei sein. Das freut mich. Ja, Schlossplatzfest ist jedes Jahr wieder ein Highlight, glaube ich, jedes Jahr. Macht irrsinnig viel Spaß. Die Vereine sind da wahnsinnig akribisch dabei, machen das wirklich sensationell. Wir sind stolz, dass wir dabei sein dürfen und jedes Jahr wieder ein Genuss. Schlossplatzfest ist einfach eine tolle Veranstaltung. Ihr braucht euch nur mal umschauen, wie viele Leute das da so sind. Du triffst Leute, du triffst Freunde. Es sind viele Gäste da und sie machen es perfekt kulinarisch. Man kriegt was zum Trinken und man hat einen Spaß. Man trifft sie einfach. Das Festprogramm wurde durch eine beeindruckende Auswahl an Verpflegungsständen ergänzt, die von einheimischen Vereinen betrieben wurden. Du, dabei sein dürfen wir, weil Gott sei Dank jeder Verein da die Chance hat, dass er ein bisschen sich einbringt. Und das ist auch das Gute beim Schlossplatzfest, weil wir haben nicht nur bei uns das Stand, sondern wir dürfen auch zu den anderen einmal zuschauen. Bei uns gibt es einen gewaltigen Leberkäse. Das geht auch immer ganz gut bis spät in die Früh rein. Ja, also natürlich sind wir auch Verein von der Gemeinde Haus und wollen natürlich dadurch auch das Schlossplatzfest jetzt ja auch wieder unterstützen. Und war jetzt ja auch neu wie ein Mutzgaudel. Wir haben heuer zum Beispiel einen Händel dabei vom Holzkohlegrill, das gibt es bei uns. Wir haben die Blaulichtbar und da gibt es nicht nur ein paar Spiritosen, sondern wir haben auch Kulinarik, sprich mit haben auch was zu essen. Wir haben unsere Kartoffelchips, wo in die Erdäpfel frisch übertragen werden. Wir haben halt alle Jahr unseren Schierstand da, gell? Das ist schon traditionell. Wir sind von Anfang an alle dabei. Vom ersten Schlossplatzfest bis jetzt sind wir alle noch mit unserem Schierstand unterwegs. Die Vielfalt der angebotenen Speisen und Getränke ließ keine Wünsche offen.
Ja, wir sind, das ist ja schon richtig gesagt hast, von Anfang an dabei. Mit verschiedenen Dingen, was wir gemacht haben früher, aber jetzt in den letzten Jahren machen wir immer das mit Fleischkropfen, weil das ist etwas, was irrsinnig gut ankommt. Ja. Für die kleinen Gäste gab es ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm. Von einer Hüpfburg über Kinderschminken bis hin zur altbekannten Schlossplatz-Olympiade war für jede Menge Spaß und Unterhaltung gesorgt. Und Schlossplatz-Olympiade ist eigentlich für die Naturfreunde ein Teil von unserem tollen Schlossplatzfest, weil wir haben ja nicht nur Essen, Trinken, sondern auch viel sonstiges Angebot. Und da machen 7 Spielchen, also wirklich Spielchen, Hutwerfen, Eisstock schießen und so weiter. Und dann kriegen sie am Schluss eure Medaille und das ist das Schönste, bei uns gewinnt jeder. Also gibt es immer noch glückliche Gesichter bei uns am Schlossplatzfest. Ein besonderes Highlight des Tages war die Verlosung toller Sachpreise. Diese sorgte für Spannung und Vorfreude bei Groß und Klein. Und viele verließen das Fest als glückliche Gewinner. Als der Abend nahte, stieg die Vorfreude auf den musikalischen Höhepunkt des Tages, die Partyhirsche. Sie begeisterten das Publikum mit einer mitreißenden Show und verwandelten den Schlossplatz in ein wahres Partyareal. Das Hauser Schlossplatzfest war auch heuer wieder ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie man in der Gemeinschaft an einem Strang zieht. Dank den zahlreichen Helfern und mitwirkenden Vereinen wurde ein Fest der Extraklasse auf die Beine gestellt, das allen Besuchern in bester Erinnerung bleiben wird. Auch im 24. Jahr des Bestehens bietet die Sommerakademie in Irtning-Donnersbach-Tal eine einwöchige Zusammenkunft Kunstinteressierter aller Begabungsstufen. Vom 9. bis 17. August 2024 fand in Irtning-Donnersbach-Tal in den Räumlichkeiten der HBLFA Raumberg-Gumpenstein die alljährliche Sommerakademie statt, die eine Woche lang Kunst- und Malbegeisterte aus der gesamten Region und darüber hinaus anzog. Unter der fachkundigen Anleitung der Dozenten erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre eigenen Werke zu schaffen und dabei individuelle Betreuung und Unterstützung zu erhalten. Wir tun heuer eher zeichnen, einmal der Einstieg zeichnen. Das muss man fast immer machen, weil so einfach ist es nicht, die Proportionen zu finden oder die Reduktionen bei Bäumen, bei Blättern, bei Steinen, bei Gebirge und so weiter. Das ist ja letzten Endes eine zeichnerische Leistung. Und dann gehen wir eher entweder Dusche oder Farbe und ich mache jedes Jahr am Beginn eigentlich einen Einstiegsvortrag, wo ich aufbereitet habe, wie die Einstiege möglich sind. Und das, man muss halt eben zeigen, weil das ist bildnerisch, die Aufgabe ist eine bildnerische. Nachdem wir eine kleine Gruppe sind, können wir sehr individuell arbeiten. Ja? Und es ist so, ich versuche immer Beispiele zu finden, die für alle gleich zu lösen sind, also auch für die Fortgeschrittenen, als auch für die Anfänger. Ja? Dass jeder, wichtig ist mir schon, dass jeder einen Erfolg hat und was noch wichtig ist, dass man wirklich ein freudvolles Malen macht. Gell? Das ist ganz wichtig. Ja? Ein besonderes Merkmal der Sommerakademie ist die Einbettung der Kurse in die natürliche Umgebung des Ennstals. Die beeindruckende Landschaft mit Bergen, Wäldern und Flüssen diente als inspirierende Kulisse für das künstlerische Schaffen. Naja, ich malen gern und ich wollte einfach was dazulernen, einmal andere Seiten kennenlernen, weil sonst malt man im eigenen Kammerl da hier und malt aber dasselbe. Ja, nein, man sucht da ein Motiv. Man kann da in der Gegend herumgehen und findet, wenn man ein Motiv gefunden hat, bemüht man sich, es aufs Papier zu bringen. Das Besondere sind erstens einmal die Lehrer und zweitens die Gegend hier. Man kann hier also in der freien Natur also wirklich sich sehr wohl fühlen und man kann also die Eindrücke auch, die man da kriegt, zu Papier bringen. Und das ist eigentlich das Schöne, also dass man da also auch mit nach Hause nimmt, also die wunderschöne Gegend und das ganze Ambiente. Die Sommerakademie in Irtning-Donnersbach-Tal hat sich über die Jahre einen festen Platz im kulturellen Leben der Region erarbeitet und wird von vielen als ein kreativer Höhepunkt des Jahres angesehen.
Also diese Sommerakademie unter der Leitung von Franz Ebner hat ein ganz besonderes Flair und da ist eine Atmosphäre, wenn man herkommt, freut man sich jetzt mal, fühlt man sich wohl. Und seit 24 Jahren gibt es diese Sommerakademie, auch in Corona-Zeiten. Ich habe zuerst geglaubt, wir haben einmal unterbrochen, aber dem war nicht so. Es hat sich organisatorisch und auch natürlich unter allen Aspekten der Gesundheit arrangieren lassen, den Kurs durchzuziehen. Und immer wieder kommen Leute her und nehmen dieses Angebot, dieses Kultur- und Kunstangebot in unserer Gemeinde an und da freuen wir uns sehr. Der Franz Ebner, selbst Absolvent dieses Hauses, Ramberg Gumpenstein, ist ganz ein toller Künstler und der, glaube ich, auch die Gabe hat, das an die Leute zu vermitteln. Meines Wissens ist das nicht selbstverständlich und dass wir sozusagen auf diese Ressourcen zurückgreifen dürfen, das freut uns besonders und wir sind stolz, dass wir dieses Angebot in unserer Gemeinde haben. Selbstverständlich ist es auch so, dass es da Umwegrentabilitäten gibt, touristischer Natur, wo die Leute eben hier den Kurs in Anspruch nehmen und der Partner mit ist, Urlaub macht gleichzeitig oder im Vor- und Nachspann auch noch geurlaubt wird. Und das sind positive Effekte, über die wir uns ebenso freuen. Aber insgesamt steht natürlich die Kunst, die Kultur im Vordergrund und das ist ein schönes Angebot, worauf wir stolz sind. Die Sommerakademie 2024 war nicht nur ein künstlerischer Erfolg, sondern auch ein Zusammenkommen des kreativen Austauschs. Sie hat einmal mehr gezeigt, dass Kunst ein verbindendes Element sein kann, das Menschen unterschiedlichen Alters- und Wissensstand zusammenbringt. Audio Jungle. Hallo und grüß euch. Ich darf euch wieder mal aus dem wunderschönen Gröbming begrüßen. Ich zeige euch heute eine 63 Quadratmeter Wohnung in einem Vierparteienhaus und wir machen das Ganze im Zuge eines durchgehenden Rundganges. Das heißt, es folgt mir jetzt und ich erkläre ein bisschen. Wir kommen da gleich in den Eingangsbereich. Da ist zu meiner jetzigen Rechten eine Toilette. Die filmen wir nicht, die seht ihr dann eher im Foto. Der nächste Raum ist ein für die Wohnungsgröße ziemlich großzügiges Badezimmer mit ganz individueller Fliesenausstattung. Ihr seht es am Video. Ich finde das wunderschön. Es ist eine Badewanne mit Duschtrennwand. Es ist genug Platz für eine Waschmaschine, vielleicht auch noch einen Trockner. Je nachdem, wie man es gerne hätte. Dann kommen wir da jetzt bitte weiter ins erste Schlafzimmer. Richtig gehört ins erste Schlafzimmer. Wir haben nur 63 Quadratmeter, aber zwei Schlafzimmer, wo es ziemlich super ist, wie ich finde. Dieses Schlafzimmer ist südseitig ausgerichtet, hat genug Platz. Wir haben bei alle Fenster und bei den Balkontüren haben wir elektrische Rollläden in der Wohnung. Beheizt wird das Ganze über eine Wärmepumpe. Jede Wohnung in dem Haus hat eine eigene Wärmepumpe. Dann sind wir da jetzt im Wohnzimmer, Küchen, Essbereich. Es ist alles sehr hochwertig eingerichtet, sehr stilsicher. Man sieht es, die Fliesen, das hat man nicht jeden Tag. Muss einem natürlich gefallen, aber ich finde es super.
Dann kommen wir da jetzt ins zweite Schlafzimmer. Das ist ostseitig ausgerichtet, hat auch wieder genügend Platz, eigenen Zugang zur Terrasse. Die zeige ich euch jetzt noch abschließend. Da seht ihr vielleicht auch noch kurz, das ist eine kontrollierte Wohnraumbelüftung und das ist eine Technik, wo man mit dem Handy von der Weite oder von der Entfernung die Temperatur regeln kann. Sehr praktisch, würde ich mal sagen. Und da kommen wir jetzt zum Highlight raus. Das ist die große Terrasse. Insbesondere am Morgen hat man da Sonne ohne Ende, wenn natürlich keine Wolken da sind. Ein Blick über Gröbming, wie man an und für sich relativ selten findet. Und wie man sieht, man hat genug Platz zum Sitzen, zum Grillen, zum Frühstücken, zum Verweilen. Ja, ich glaube, man erkennt, dass das eine richtig tolle Wohnung ist. Wenn ihr Fragen habt, meine Kontaktdaten findet ihr wie immer im Anschluss an das Video. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme und darf mich jetzt verabschieden. Pfiat euch! In der Bezirkshauptstadt Lierzen sind wir, wo ich in Kürz die 55 Quadratmeter sonnige Wohnung vorstehe. Kommt mit, ich zeige in Kürz auf einen Rundgang. Da kommen wir jetzt in den geräumigen Vorraum. Auf der linken Seite haben wir das WC und da ist das Badezimmer mit einer Dusche. Da geht es jetzt in den offenen Wohn-Essbereich rein, wo eine moderne Küche steht. Und da gleich neben ist das Schlafzimmer, das hat eine Größe von ca. 13 Quadratmeter. Und kommt mit, jetzt gehen wir auf den Balkon aussehen. Das ist der geräumige Balkon, da lässt sich schön sitzen. Für schöne Stunden am Abend. Wenn euch die Immobilie gefallen hat, dann meldet euch einfach bei mir. Dann schauen wir uns die gemeinsam an. Bis zum nächsten Mal. Enka Sonja Draxler von Remax Nature in Lierzen. Pfiat euch! Thank you.
Schon Erzherzog Johann schwang mit seiner Anna im Jahre 1819 sein Tanzbein auf dem Kleinsölker Schutzengelkirchtag. Am 1. September 2024 lockte über die Landesgrenzen hinaus bekannte Veranstaltung wieder Gäste von nah und fern in das Kleinsölktal. Zum feierlichen Beginn des Schutzengelkirchtags findet um 9 Uhr die Heilige Messe statt. Danach steht Frühschoppen mit Musikkapellen und regionalen Spezialitäten wie Steirerkrapfen am Programm. Besondere Highlights der Veranstaltungen sind der Almabtrieb von der Tuchmeralm, traditionelle Raunkerl und die Vielzahl an Handwerkstücken wie Schnitzereien oder Schmiedearbeiten. Alle Infos zum Programm findest du unter www.schlattming-dachstein.at/Schutzengel-Kirchtag. Am wunderschönen Gipfelplateau auf der Riesenalm fanden sich auch im Jahr 2024 unzählige Besucher ein, um das traditionelle Bergfest zu feiern. Als Headliner konnte man mit den Ursprungburm einen Kapazunder gewinnen. Am Sonntag, dem 11. August 2024, wurde die Riesner Alm in Donnersbachwald zum Schauplatz des traditionellen Bergfests auf 1900 Metern Seehöhe. In diesem Jahr sorgten die beliebten Ursprungburmen für das musikalische Highlight des Sommers. Mit ihrem Auftritt in der steirischen Urlaubsregion lockten sie zahlreiche Einheimische und Gäste an. Das ist einfach ein traditionelles Bergfest. Ein Bergfest in einer Dimension, wo es eine ganze Region nicht gibt. Ihr seht es heute, da kommen sicher 1500 Leute sind da herum. Und es ist trotzdem gemütlich. Wir haben da drüben angefangen, jetzt gerade mit der Weltmesse, mit der Bergmesse, mit unserem Pfarrer Günther. Jetzt haben wir ein bisschen überbrückt mit der Musikkapelle dann aus Bachwald, bis wir die Instrumente aufgebracht haben. Das ist ja alles nicht so einfach. Wir sind ja da auf fast 2000 Meter herum. Ja, und jetzt geht es dann weiter mit einem 3-Stunden-Konzert mit den Ursprungburmen, die aus dem Zillertal da angereist sind. Und das wird wieder das Highlight vom heurigen Sommer. Der Tag begann um 10 Uhr mit einer stimmungsvollen Einleitung durch die Jodlerbläser Ewald und Martin. Anschließend folgte um 11 Uhr die Bergmesse, die von der Donnersbachwalder Musikkapelle begleitet wurde. Allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Das musikalische Highlight des Tages, das 3-Stunden-Konzert der Ursprungburm, startete um 12.30 Uhr auf dem Gipfelplateau. Also ich glaube, im ersten Sommer mal mit dem Wetter, ein närrisches Glück, wir haben wirklich Traumwetter. Und wer da oben ein schönes Wetter herum war, der glaube ich, weiß, wie schön das ist, da brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Freut uns, dass wir heute da sind und ich hoffe, dass wir wieder mal in absehbarer Zukunft herumhängen. Die Ursprungburm, bekannt für ihre schwungvolle Musik, ihren traditionellen Instrumenten und ihren unverkennbaren Sound, sorgten sofort für ausgelassene Stimmung unter den Besuchern. Raufgekommen auf die Riesenalm, weil es eine super schöne Alm ist, super Wanderungen machen kannst da rum. Und ich bin mit meiner Frau ein bisschen mal angegangen, hat uns super gefreut. Und natürlich die Ursprungbäume wollten wir sehen und hören, sie wieder mal treffen, weil sie bei uns in der Erlebniswelt schon, ich glaube, über 10 Mal waren und irgendeine Freundschaft sich entwickelt hat. Und darum sind wir da. Ja, ich bin ein totaler Fan von den Ursprungbäumen und darum sind wir da heute raufgefahren. Tradition kehrt sich einmal im Jahr da für mindestens und weil die Ursprungbäume spielen. Die Besucher erwartete aber nicht nur erstklassige Volksmusik, sondern auch eine Vielzahl von Attraktionen auf der Riesenalm. Ein besonderes Highlight ist das Gipfelbad Anno Dazumal, das während des Konzerts geöffnet war. Besucher konnten hier im Infinity Pool entspannen und die atemberaubende Bergkulisse genießen.
Es ist einfach so geil da herum und die Aussicht, das passt alles halt gut. Und das Wetter schaut auch schön aus. Ja, und jetzt ab im Bund! Ich habe es gelesen, dass da in der Riesenalm die Ursprungbuben heute kommen. Und da sind wir extra nicht Boden gefahren, sind wir da hergefahren, weil sie gesagt haben, das ist unglaublich, dass wir da herkommen. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgte der Gastronomiebetrieb Hochsitz, der nicht nur eine Vielzahl von kulinarischen Schmankerln anbot, sondern mit seiner bekannten Terrasse und dem typischen Hüttenflair zum Verweilen einlud. Ja, es ist wirklich eine super Organisation dahinter. Wir machen das alles selber mit unserem Riesenalm-Team. Ein Dankeschön hier an dieser Stelle an jeden Einzelnen von uns. Ohne die Mithilfe von den Donnerspruchwäldern geht es sowieso nicht. Also es ist ein kräftiges Miteinander und darum können wir heute so ein tolles Fest bei so einem schönen Wetter feiern. Das Bergfest auf der Riesenalm mit den Ursprungburen war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die Mischung aus traditioneller Musik, vielfältigem Programm und der atemberaubenden Kulisse der Alpen machte das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten. 1, 2, 3! Um auf die mögliche Gefahr der Zerstörung der lokalen Ökosysteme hinzuweisen, wurde die Bürgerinitiative Wilde Wasser Enz-Dalbach-Klamm ins Leben gerufen. Die Flusswanderung Enz soll vor Augen führen, wie essentiell die Aufrechterhaltung des Naturschutzes für die Region sei. Organisiert von der Bürgerinitiative Wilde Wasser Enz-Dalbach-Klamm fand eine Flusswanderung der besonderen Art an der Enz statt. Diese Initiative setzt sich leidenschaftlich für den Erhalt der frei fließenden Enz und der wild tosenden Talbachklamm ein und kämpft gegen den möglichen Bau eines Wasserkraftwerkes in der Region. Solidarisch zeigte sich auch der Bürgermeister der Stadt Schladming, der auch zu diesem heiklen Thema Stellung bezog. Das Ziel ist, ein Signal zu setzen, dass die Enz in Schladming nicht verbaut werden soll. Und nicht nur die Enz, sondern auch der Talbach. Beide Flüsse sind für Schladming eine ganz wichtige, ja, ein Landschaftsjuwel. Das ist wichtig für uns, das ist wichtig für unsere Gäste. Zu glauben, dass das irgendwas bringt jetzt für die Energiewende, das ist irgendwo nicht korrekt. Wir sind eine Tourismusregion und ganz klar, eine Tourismusregion lebt von intakten, schönen Naturlandschaften. Und wir können es nicht zulassen, dass uns diese Landschaften verbaut werden. Und das ist der Grund, warum es hier diese Bürgerinitiative gibt, die in der Öffentlichkeit sich stark macht für den Schutz von Enz und Talbach. Der Brisanz der gesamten Thematik zufolge auf den Plan gerufen, erklärte Umweltanwältin Magister Pöllinger ihre Sicht der Dinge. Die Enz ist deswegen was Besonderes, weil sie eben eine so lange unverbaute Strecke hat. Und das ist einfach heutzutage was ganz Außergewöhnliches, weil ja gerade Wasserkraft gerade in Österreich ein Thema ist, das eben sehr, sehr interessant ist für jeden, der erneuerbare Energie gewinnen will. Und deswegen ist es eben sehr verlockend, dass man sagt, ah, da haben wir so eine große Strecke und da tun wir jetzt auch ein Kraftwerk bauen. Aber gerade diese großen Strecken, weil sie so selten sind, sind immer was Besonderes und was Wichtiges. Da kann sich der Naturraum, die Lebewelt im Wasser und am Ufer noch ungehindert entwickeln. Und deswegen müssen wir auf sowas aufpassen und dürfen nicht sagen, okay, wir brauchen Energie und deswegen opfern wir alles. Die Wanderung startete für die Geher, Kajakfahrer und allen Interessierten in Schladming und führte durch idyllische Landschaften entlang des Flusses. Die Teilnehmer erfuhren unterwegs von Experten der mitwirkenden Vereine über die ökologischen Besonderheiten der Region und die Bedeutung des Naturschutzes. Die Enz und die Talbachklamm bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und sind wichtige Bestandteile des lokalen Ökosystems. Unser Wunsch, und das geht aber schon in Richtung Forderung an die Politik, ist, diese Projekte zurückzuziehen, weil es wird ja Geld
verschleudert, die Planung kostet was, wir müssen uns engagieren. Wir brauchen das klare Bekenntnis der Politik für den Schutz der Enns, dieser letzten freien Fließstrecke in Österreich, der zweitlängsten. Wir brauchen die Politik als klares Bekenntnis für Renaturierung hier an diesem Fluss, der so viel Potenzial hat, aber das passt einfach nicht zu Kraftwerken. Die Bürgerinitiative betont die Notwendigkeit, nachhaltige Alternativen zur Energiegewinnung zu suchen, um die natürlichen Ressourcen zu schützen und weitere Renaturierungen zu forcieren, denn ein Wasserkraftwerk würde diese empfindlichen Lebensräume gefährden und die Artenvielfalt beeinträchtigen. Das Wichtigste für uns ist den Fischbestand, was wir in der Enns jetzt haben, mit einer autochthonen Ensesche, welche nur hier in der Enns lebt, aufrechtzuerhalten und dieses Vermächtnis auch an unsere nächste Generation weitergeben zu können. Den Staubereich ist es so, wenn man jetzt die Enns zum Beispiel 6 Meter aufstaut, dann wird der Rückstaubereich also mindestens 1-2 Kilometer betragen, weil die Enns ja nicht mehr als 6 Promille hat. Das heißt, auf 1000 Meter fällt sie 6 Meter ab. Und deswegen ist es so, dass einfach die Strecken dann eigentlich tot sind. Also der Fluss ist auch tot, also das ist auch für die Fischer schlecht. Und natürlich auch für den Freizeitsport, auch für die Rafter und den ganzen Tourismus. Eigentlich ist, würde ich sagen, eigentlich ist es ein Vollangriff auf den Tourismus, weil eine komplette Branche vor dem Ende steht. Anhand einer schlichten Wasserpegelmessung mittels einem Stock konnte man den Ernst der Lage gut erkennen, dennoch war die Flusswanderung ein voller Erfolg und sensibilisierte die Teilnehmer für die Bedeutung des Naturschutzes und die Bedrohungen durch den geplanten Kraftwerksbau. Und mit dem Live-Plus-Projekt Flusslandschaftsentwicklung Enns geht es darum, die Vielseitigkeit der Enns mit all ihren Mündungen sowie die Tierwelt rund um die Gewässer langfristig zu sichern, um den naturnahen Auen und Streuwiesen Attraktivität zu verschaffen. Unsere Geschichte beginnt im äußersten Osten des steirischen Ennstals, kurz bevor die Enns ihren Charakter ändert und ins wilde Gesäuse verschwindet. Im Live-Plus-Projekt Flusslandschaftsentwicklung Enns geht es darum, die naturnahe Auen- und Flusslandschaft mit ihren Streuwiesen und die darin heimische Tierwelt langfristig zu sichern. Gleichzeitig dem Hochwasserschutz Rechnung zu tragen und der Bevölkerung die zurückgewonnenen Flächen als Naherholungsgebiete wieder zugänglich zu machen. Die Enns war über viele Jahrhunderte hinweg die Lebensader für die im Bezirk Liezen ansässigen Menschen. Sie war auch natürlicher Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, stellte aber durch die Überschwemmungen gleichzeitig eine ständige Bedrohung dar. Bei der großen Ennsregulierung Mitte des 19. Jahrhunderts wurden viele der Flussschlingern abgetrennt und der Fluss in seinem Lauf verkürzt. Dadurch wurde nicht nur die Flussdynamik eingeschränkt und die Fließgeschwindigkeit stark erhöht. Auch die natürlichen Überschwemmungsgebiete gingen drastisch zurück und wertvolle Lebensräume für Fische, Amphibien und Vögel gingen damit verloren. Vom Rückbau einiger dieser Regulierungen im Rahmen des Live-Plus-Projektes in den Jahren 2011 bis 2015 profitieren Bewohner und Gäste des Ennstales. Und ganz speziell die Schutzgüter der Region, bei den Tieren die Esche, die Koppe und auch der Fischotter. Der Eisvogel und der Flussuferläufer gehören ebenso dazu, wie auch deren erweiterter Lebensraum, der Erlen- und Eschenauwald. Die 8 Maßnahmen liegen in den Natura 2000-Gebieten um Admont und Öblan. Am östlichsten Projektpunkt in der Grabner Au wurde mit der Aufweitung der Enns auf einer Länge von 300 Metern, einem neu errichteten Nebenarm und mit dem Absenken des Vorlandes ein kleines Naherholungsparadies geschaffen. Ein Stück weiter flussaufwärts wurde der Altarm Admont Ost einseitig wieder an die Enns angebunden. Bei höheren Wasserständen flutet die Enns den Seitenarm auf einer Gesamtlänge von 870 Metern. Bei mittlerem Wasserstand bildet sich nur im Einlaufbereich des Altarmes ein Rückstau, der Fischen einen strömungsberuhigten Lebensraum bietet. Tierarten wie die Gelbbauchunke und der Alpenkamolch können dieses reaktivierte Augebiet wieder besiedeln.
Die Schulen der Region nutzen die neu gewonnenen Räume, um den Unterricht in der Natur abzuhalten. Das Labor wird dafür direkt an der Enz errichtet. Knapp 2 Hektar umfasst das Maßnahmengebiet am Esslingbach. Hier wurden 400 Meter des Bachverlaufes bis zur Mündung in die Enz revitalisiert. Um die Wanderung von Fischen in den Esslingbach zu ermöglichen, wurde ein Fischpass errichtet. Ein paar hundert Meter Enz aufwärts bei der Dampfsäge hat sich der Auwald die für ihn in einem neuen Nebenarm geschaffenen Flächen vollständig zurückgeholt. Die längste Zeit über war auch der Adningbach für Fische von der Enz aus nicht zugänglich. Die Sohlstufen wurden entfernt, um wieder eine barrierefreie Wanderung der Fische zu ermöglichen. Der Adningbach bietet jetzt durch seine neuen Schotterstrukturen und die sich darauf entwickelnden Weiden einen beruhigten und geschützten Lebensraum für Fische und Vögel. Die großzügige Aufweitung Alte Salza bei Niederöblern bietet nicht nur den Wassersportlern einen einfachen und sicheren Zugang zum offenen Wasser. Gleichzeitig dient das neu geschaffene Becken bei Hochwasser als Rückzugsbereich für Fische. Durch die Entfernung der Ufersicherung flussauf der Alten Salzermündung wurden flache und häufig überflutete Ufer geschaffen. Enz aufwärts an der Salzermündung hat der neue Seitenarm seit Bestehen schon mehrmals sein Aussehen verändert. Er dient bei Hochwasser als Abflusskorridor, bei allen anderen Wasserständen bietet dieses Projektgebiet mit seinen Tief- und Flachwasserzonen neue Lebensräume und unterstützt die Entwicklung eines naturnahen Enzverlaufs. Besonders markant sind in diesem Projektgebiet die Abbruchufer und die strömungsberuhigten Bereiche mit Totholzstrukturen. Der Gerstorfer Altarm mit einer Länge von gut 1 Kilometer bildet nach Westen hin den Abschluss der Maßnahmen. Der Altarm wurde mit unterschiedlichen Sohlbreiten, Wassertiefen und Böschungsneigungen gestaltet. Die Anbindung an die Enz weist hier eine Besonderheit auf. Der Einlauf- und Auslaufbereich ist mit einer Schwimmersteuerung ausgestattet, um den bereits bestehenden Hochwasserschutz weiterhin zu gewährleisten. Mit den 8 Maßnahmen, die gemeinsam mit dem Wasserbau, dem Naturschutz und der Wildbach- und Lawinenverbauung mit Unterstützung der Europäischen Union umgesetzt wurden, konnte ein bedeutsamer Schritt für die Zukunft gesetzt werden. Das LifePlus-Projekt Flusslandschaftsentwicklung Enz ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass es möglich ist, mehrere Ziele zu erreichen, nämlich die Sicherheit der Bevölkerung zu verbessern und für Ökologie und Erholung mehr Raum zu schaffen. Manchmal braucht's nicht viel. Unter dem Stern stehend des Miteinanders unterstützt der vor 12 Jahren gegründete Verein Generationsnetzwerk Haus fürsorglich seine Mitmenschen und zeigt, dass man mit einfachen Tasks viel Freude und Gemeinschaft schenken kann. Seit nunmehr als 12 Jahren verschreibt sich der politisch ungebundene Verein Generationsnetzwerk Haus, allen voran die Gründungsmitglieder Ingrid und Uli Meier, der Hilfsbereitschaft für deren Mitmenschen. Sei es eine einfache Erledigung
rund um die Alltagsbewältigung oder jemandem schlicht Gesellschaft zu leisten. Das Generationsnetzwerkhaus besticht mit Herzlichkeit, Offenheit und zudem versucht man, der möglichen tristen Einsamkeit entgegenzuarbeiten. Wir sind ein politisch ungebundener Verein und wir haben uns eigentlich Gedanken gemacht um unsere Mitmenschen in der Gemeinde und daher kümmern wir uns um die. Vor 12 Jahren haben die Meier Uli und ich diesen Verein gegründet. Es ist uns sehr wichtig, dass wir die Leute unterstützen, sei es beim Einkaufen, beim Spazierengehen, beim Ortsbesuch oder bei verschiedenen Aktivitäten, auch nur beim Spülen. Und die Leute sind so viel allein daheim und es kann sich heutzutage fast keiner mehr um unsere Mitmenschen kümmern. Und für das sind wir da. Wir bitten auch einmal im Monat, jeden ersten Montag im Monat, da in unserem Vereinslokal Sprechtage an. Es kann jeder Thema, der Hilfe braucht oder für irgendwelche Formulare zum Ausfüllen oder ganz egal, auch nur einfach zum Reden. Mit dem breit gefächerten Angebot im Verein bietet man eine ganzjährige Anlaufstelle für alle nach Unterstützung und Unterhaltung fragenden Mitmenschen, um für den Verein eine essentielle und generationenübergreifende Verankerung in der Gesellschaft zu gewährleisten, konnte man mit der Volksschule Haus einen gewillten und kompetenten Partner gewinnen. Mir als Lehrerin war es immer ganz besonders wichtig, dass man Jung und Alt zusammenbringt, dass die Kinder mit älteren Menschen zu tun haben und von ihnen profitieren, dass die Alten von den Jungen profitieren. Und jetzt freue ich mich natürlich sehr, dass die Ingrid Meier an uns herangetreten ist. Und wir haben jetzt eine Kooperation geschlossen, haben beschlossen, dass wir viele Dinge miteinander tun werden. Um die Wichtigkeit dieses Vereins zu unterstreichen, versucht man von der offiziellen Seite immer wieder auf die verschiedenen Aktivitäten und dem daraus resultierenden Folgen Veranstaltungskalender hinzuweisen. Ja, regelmäßig treffen wir uns jetzt 14-tägig zu unseren Spielenachmittagen, die sehr gut angenommen werden. Da gibt es alles Brettspiele, Kartenspiele, Römikap ist sehr beliebt bei unseren Mitgliedern. Es können aber alle anderen Menschen kommen, die allein sind, die sich allein fühlen. Wir arbeiten auch jetzt mit der Schule zusammen und in dem Sinn muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist so schön mit den Kindern. Und da spiegelt sich wieder das Generationsnetzwerk. Bei Generationsnetzwerk heißt es ja eigentlich Generationen mit Alt und Jung. Und es ist einfach so schön, Alt und Jung miteinander zu erleben. Wir veranstalten auch Vorträge zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Erbrecht und Patientenverfügung, Diabetes und vieles mehr. Jung und alt sind zwei Komponenten, die wunderbar miteinander funktionieren. Denn im Endeffekt profitieren beide Parteien von guter Gesellschaft. Bei uns kann mitmachen jeder, der gern Zeit mit uns oder unserem Team verbringt, wo er Hilfe geben und auch Hilfe in Anspruch nehmen kann. Die spannende Serie Schatzkiste Enstal garantiert für alle Interessierte und Nostalgiker Einblicke in die vielseitige Darbietung unseres Bezirkes. In der 6. Episode verschreibt man sich der wunderschönen und ehrwürdigen Viehbergalm. Man lebt schon in der eigenen Welt auf der Alm. Man lebt mit den Leuten, die auf die anderen Hütten sind. Und wie gesagt, kein Fernseher, das war das Allerletzte. In der heutigen Episode aus unserer Reihe Schatzkiste Enstal sind wir auf der Viehbergalm im Kröpminger Land. Dort besuchen wir Marianne Gruber, Altbäuerin und Sennerin auf der Ritzinger Hütte. Die Liebe zum Almleben liegt ihr im Blut. Also ich bin als Kind auch auf meinem Heimathof aufgewachsen und da war auch eine Alm. Und da sind wir eben auch schon gern auf die Alm gegangen und das habe ich schon immer mögen. Also das ist mir in die Wiege gelegt worden. Und wie ich dann zum Ritzingerhof geheiratet habe, hat mir als erstes mein Mann auch die Alm gezeigt. Die Ritzinger Hütte wird seit 500 Jahren schon urkundlich erwähnt und auch bewirtschaftet mit Milchwirtschaft.
Und da gibt es ganz sicher eine lange Reihe von Sängerinnen und von 1920 weg kennt man es halt eben. Das Leben in der wildromantischen Bergwelt ist nur eine Seite der Medaille. Einsamkeit, schwere körperliche Arbeit und ein Arbeitstag oft bis tief in die Nacht prägen den Alltag der Sängerinnen. Und die haben wirklich mit primitiven Mitteln da gearbeitet und haben da den Sommer eben verbracht. Und haben aber auch was erwirtschaften müssen. Kas, Butter ist angeholt worden. Das war ein Teil der Milchwirtschaft auch für den Hof unten. Und sie haben mit das Wasser von weit her tragen müssen. Sie haben ganz gut haushalten müssen. Und das ist für mich ein Vorbild, weil wir müssen jetzt auch trotz allem Komfort noch immer gut haushalten. Früher waren es Holzknechte, vereinzelte Wanderer und Bergsteiger, die die Sennerinnen aufsuchten. Heutzutage sind es vermehrt die Radfahrer, die Rast machen. Marianne ist es wichtig, dass ihre Gäste verstehen, was ihre Almprodukte so besonders macht. Ich tue die Kuh melken, ich tue die Milch verarbeiten und eine Stunde später steht der Butter am Tisch und die Gäste können es essen. So etwas findest du ja nicht. Ist eine Kreislaufwirtschaft im Kleinsten. Wenn sie das sehen und selber schmecken, und dann müssen sie es verstehen. Marianne ist stolz darauf, dass sie die Tradition und das Wissen der Sennerinnen auch an künftige Generationen weitergibt. Was mir halt noch ganz viel wichtig ist, dass man die Sachen weitergibt. Meine Dirndl, die andere ist eher erfahren an allem und die zweite ist auch recht gern da. Und eben seit 20 Jahren haben wir immer jeden Sommer zwei Praktikantinnen und die auch heute noch gern uns besuchen. Wer mehr als nur die beschauliche Seite des Almlebens für sich entdecken will, kann sogar auf der Ritzinger Hütte übernachten und sich von Marianne am Abend das Leben am Berg schildern lassen. Man liebt die Alm, das gehört einfach dazu. Und ich habe das Glück, dass ich jetzt schon 20 Jahre da sein darf und vielleicht noch 10, 15 Jahre möchte ich das da. Herzlich willkommen bei Gipfellust. Ich bin der David. Ich bin der Roland. Und wir beide wollen euch heute unseren Store mitten in Schladming zeigen.
sind Sie auf der Suche nach einem Experten für den Bereich Trockenbau, Haussanierung, Vollwärmeschutz oder Stuckarbeiten? Wir haben den perfekten Ansprechpartner in Schladming für Sie. Ambient Trockenbau, Ihr Meisterbetrieb mit Handschlagqualität. Nähere Informationen finden Sie unter www.ambient-trockenbau.at. Drinking out the bottle, not thinking about tomorrow. Don't worry, that's the motto, so we keep moving along. Ooh, dropping down a Cabo in a sunburnt El Dorado. Don't worry, that's the motto, so we keep moving along. Hallo, da spricht der David von Sporthauser Keibling. Wir sind im Juli und im August 7 Tage die Woche für euch da. Unsere Öffnungszeiten sind da von 9 bis 17 Uhr. Wenn ihr in den Wallis Kids Park geht, schaut auch bei uns vorbei. Bei uns findet ihr extrem coole Schnäppchen in der Bekleidung und natürlich unseren E-Bike-Verleih. Wir bewachen hier eine der letzten endlosen Weiten. Diese Leute glauben, wenn sie nur zäh genug, klug genug und skrupellos genug sind, wird all das eines Tages ihnen gehören. Keine Armee dieser Welt kann diese Wagen aufhalten, so unerwünscht sie auch sein mögen. Versteckt euch! Da runter, schnell, schnell, komm! Ist schon gut, ich bleibe hier bei Dad. Nein, nein, nein! Ich versuche einfach bloß, so viele von uns wie möglich so weit zu bringen, wie ich kann. Ich möchte einfach heute Abend mit jemandem was trinken, der sich zu benehmen weiß. Du hast es noch nicht ganz begriffen, Mary. Der Mann, auf den ich getroffen bin, war drauf und dran, alle in diesem Haus umzubringen.
Und eins kann ich dir sagen, er hatte keine Gnade in seinen Augen. Was ihr aufbaut, werden sie niederbrennen. Schon mal benutzt, das Ding? Ist bisher nicht notwendig gewesen. Da scheinen wir einen richtigen Draufgänger unter uns zu haben. Der Admonder Lautenherbst feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Vom 4. bis zum 8.9.2024 treffen sich renommierte Künstler der Szene, um gemeinsam den möglichen Teilnehmern in Workshops und Masterclasses Tipps und Tricks für deren musikalischen Werdegang mitzugeben. Alle Informationen findest du unter www.lautenherbst.at. Zum Nachlesen finden Sie unser Programm wie immer im Enstaler, der Zeitung aus der Region für die Region. Machen Sie auf sich aufmerksam mit einem Bericht in unserer Wochensendung, einem Werbeclip oder einem Kurzvideo in unserer Rubrik Vorbeigeschaut. Via InstaTV und auf Ihren eigenen Kanälen haben Sie so mehr Reichweite. Wir freuen uns über Ihre Anfrage an vertrieb@instal.tv. Rund um das aktuelle Geschehen der Woche waren wir für Sie unterwegs, um die schönsten Momente festzuhalten. Ich bin Gregor Reuer und im Namen des gesamten Teams sage ich Danke fürs Zuschauen und Pfiat'ing.